Warte, hier muss jemand wieder. Da hat jemand eine Stummschaltpackung. Paket gebucht, warte. Bitteschön. Totale Zusammenbruch, hä? Ein Stummschaltpaket, bitte. Ist mein Bruder noch hier drinne? Wer ist er? Wo ist der hin? Alexa antwortet, wo ist mein Abholzerei hin? Amir, was hat Allah als erstes erschaffen? Den Stift. Vor allem hat er schon den Stift erschaffen. Damit Mohammed als Analphabet schreiben kann. Amir, du musst das mit Sure 3 Vers 47 und Sure 6 101 erwähnen. Das ist ein Knockout für den Islam. Ja, Sure 6 101 weiß ich ja, diese Ignoranz Allahs. Wie sollte er einen Sohn haben, wo er doch keine Gefährtin hat? Welche Tabaksorten verkaufst du, Amir? Oh, das darfst du gar nicht wissen, sonst rennst du mir noch die Bude ein. Ich hab den Super Flavor. Leck, leck. Super Flavor leck. Wo waren die denn stehen geblieben? Ich bin weg gewesen. Heute der. Wolltest du mir nicht begreifen, ne? Wolltest du die ganze Zeit noch reden, ne? Nein, nein, alles gut, alles gut. Ich wollte mir das erklären. Ich habe mich super unterhalten mit deinem Bruder. Hat mein Bruder dir das so ausführlich erklärt? So weitestgehend, denke ich mal, habe ich das schon verstanden. Was ich noch fragen wollte, weil, falls du das vielleicht weißt, mit den 144.000. Ich habe mal gehört, dass Zeugen Jehovas, glaube ich, daran glauben. Das sind die Juden, die in Israel dann zum Glauben kommen und errettet werden. Das sind die Auserwählten des Herrn, die zum Herrn schreien und gerettet werden durch den Herrn Jesus Christus. Das wird aber alles sein, das werden wir gar nicht mehr mitbekommen. Okay. Das wird nach der Rückkunft alles passieren. Ja, aber es ist falsch, dass nur 144.000 in den Himmel oder errettet werden. Das ist falsch, wenn man das sagt. Dass ja, nur diese 144.000 sind für den Herrn Jesus Christus die Gerechten unter diesem ganzen Volk. Und das muss man dem Herrn Jesus Christus überlassen, wenn er selber das so beschließt. Ja. Und wie weiß man, ob man unter die 144.000 gehört oder nicht? Ich habe dir doch gerade eben erklärt. Was habe ich dir gerade eben gesagt, dass du mich jetzt schon wieder sowas fragst? Was habe ich dir gesagt? Das sind die Gerechten, wenn ich dich richtig verstanden habe. Von denen. Aus wo? Wo? Warte, aus dem Volk Israel oder aus den 12 Stämmen, aber ich weiß nicht genau. Ich will nichts Falsches sagen. Also, deswegen hör mir immer zu, bevor du wieder sowas sagst. Ja. Weil manchmal kommt es mir so vor, als hörst du mir überhaupt nicht zu oder meinem Bruder auch nicht zu. Okay, das kann sein, weil ich zu sehr in meinen Gedanken bin, weil ich nichts Falsches sagen will, alles sagen möchte, was oder an, was deswegen ich an. Deswegen beruhigst du dich und hörst einfach mal zu und lässt das mal auf dich wirken. Ja. Was sagt derjenige denn? Okay. Die 144.000. Mir kommt das so vor, als wärst du voll aufgeregt, Mann. Bist du aufgeregt? Das stimmt auch. Irgendwo stimmt das. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ja, du musst dich beruhigen, Mann.
Okay, ich will nur nichts falsch machen. Ich will euch das nicht enttäuschen alles. Oder irgend. Das ist dann vollkommen in okay. Ordnung. Du musst dich nur beruhigen, damit du nicht durcheinander kommst. Okay. Jesus sagt in Matthäus 11, 28, ja. Kommet her, alle, ja. die ihr mühselig und beladen seid, und ich gebe euch Ruhe. Diese Unruhe, die du hast, okay. ist, weil du noch nicht wahrhaftig zum Herrn Jesus gekommen bist. Aber es ist kein Problem. Das möge der Herr dich später zu sich holen. Jetzt wollen wir zu dieser 144.000 Frage zurückkommen. In Offenbarung 7 ist die Rede von diesen 144. Das hat mit Zeugen Jehovas nichts zu tun. Die Zeugen Jehovas ist eine Sekte, die geht verloren. Die geht verloren in die Hölle. Die 144.000 aus Offenbarung 7 sind eben die Anfangs-, die Erstlingsfrüchte, die in Israel zum Glauben kommen und anfangen in Israel zu evangelisieren. Ja, den Herrn ja. Jesus als den Messias zu bekunden. Und diese 144.000 sind eben aus den 12 Stämmen Israels, die in Israel anfangen, das Evangelium vom Reich Gottes zu predigen, zu evangelisieren. Mhm, okay. Mhm. Also das heißt, das ihr zwei... Juden, das sind Israelis. Ja. Okay. Also das heißt, zwei, ihr drei... Wir sind keine Juden, Israeli. Genau. Wir gehören genau. zum himmlischen Volk Gottes. Israel, nicht vergessen, gehört zum irdischen Volk Gottes. Mhm. Wir sind das himmlische Volk Gottes. Die Christen sind das himmlische Volk Gottes. Es gibt zwei Völker. Einmal Israel, das irdische Volk Gottes, und einmal die wiedergeborenen Christen, die Gemeinde Jesu, das ist das himmlische Volk Gottes. Epheser 1, Vers 10, die Verwaltung Gottes, sowohl im Himmel als auch auf Erden. Mhm. Das ist die Dispensation. Okay. Mhm. Ja, die verschiedenen Haushaltungen Gottes mit den verschiedenen Zeiten, verschiedenen Heilszeitalter und verschiedene Bünde, die einmal zum Beispiel mit Israel geschlossen wurde und einmal jetzt mit der Gemeinde Jesu Christi. Das sind zwei verschiedene Bünde mit verschiedenen Gesetzen. Okay. Und wir, also Amir und ich, sind das himmlische Volk Gottes, weil wir wiedergeborene Christen sind, die mit dem Herrn Jesus wandeln. Hast du noch Fragen? Ja, ich habe noch wegen der neuen Weltordnung wollte ich was, weil ich habe mal Videos von dir gesehen, wie du Hollywood-Filme, wie da Jesus eigentlich schon gezeigt, dass die Filme uns alles zeigen sollen und dass du zur neuen Weltordnung wird, steht was in der Bibel gemäß der neuen Weltordnung, dass bargeldloses Zahlen etc., dass noch ganz schlimme Dinge auf uns zukommen werden. Natürlich, so alles sagt steht da in der Bibel. Okay. Alles steht, das steht alles. Offenbarung 13 zum Beispiel, Offenbarung Kapitel 13 beschreibt eben die neue Weltordnung mit dem Diktator an der Spitze, das Tier aus dem Meer wird er genannt. Und das Tier aus der Erde ist der Antichrist. Also diese zwei werden zusammenarbeiten und Europa wird zu einer faschistischen Diktatur werden. Einer sehr, sehr grausamen, brutalen, totalitären Diktatur. Und jeder, der in diese neue Weltordnung gekommen ist, der wird entweder das Mahlzeichen des Tieres annehmen oder er wird getötet werden, weil es dann eine Diktatur wird, eine schlimme Diktatur. Aber wir wiedergeborenen Christen, werden gar nicht in die neue Weltordnung kommen, in die Drangsalzeit, sondern der Herr Jesus wird uns vorher entrücken, in den Himmel wegrücken. Alle anderen Menschen kommen dann in die neue Weltordnung. Und jetzt wollte ich dir die Wahrheit sagen. Wenn du es bis zur Entrückung, bis zur Evakuierung nicht zum Herrn Jesus geschafft hast, bist du leider verloren. Das heißt, wenn die Entrückung heute noch geschieht und du warst nicht wiedergeboren bis heute Abend, wo die Entrückung kommt, bist du leider verloren, weil du das Evangelium gehört hast und trotzdem nicht wahrhaftig zum Herrn Jesus gekommen bist. Okay. Das heißt, also, du musst dich beeilen. Du musst jetzt gleich dranbleiben. Und Gott fragen und sagen, falls es eine Entrückung gibt und ich möchte unbedingt dabei sein bei der Evakuierung, falls es rette mich vor der Entrückung, vor der Evakuierung, damit ich bei der Evakuierung dabei bin. Okay, gut. Weil wenn danke, du die Evakuierung danke. Verpasst hast, dann musst du die Reise antreten, dann bist du verloren. Dann bin ich in der ewigen Hölle. Die Entrückung steht in 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 16. Dann bist du verloren. Okay. Also wenn du es bis heute Abend, zum Beispiel, wenn heute Abend die Entrückung geschieht, oder in der nächsten Stunde, es kann jede Sekunde losgehen mit der Entrückung. Wenn du die verpasst,
Und du hast das Evangelium aber schon gehört und du hast es leider nicht richtig angenommen und bist nicht wiedergeboren, dann bist du verloren. Dann wirst du die Entrückung verpassen und dann wirst du in die neue Weltordnung kommen. Und dann ist ja, das so ja, geschehen. Ja. Weil 2. Okay. Thessalonicher 2, Abvers 5 heißt das, dass diejenigen, die vor der Entrückung das Evangelium gehört haben, es nicht angenommen haben und nicht wiedergeboren sind, werden nach der Entrückung keine Möglichkeit mehr haben, das Evangelium anzunehmen. Diese Menschen werden verhärtet werden. Das ist wie du. So das ist, du bist jetzt gerade in höchster Gefahr, weil du das Evangelium kennst und es nicht richtig also angenommen hast. Du wirst nach der Entrückung verhärtet werden. Nur diejenigen haben nach der Entrückung die Möglichkeit zur Errettung, die das Evangelium vor der Entrückung nicht richtig gehört haben. Dass sie das nicht abgelehnt haben. Diese haben noch in der Drangsalzeit, in der Apokalypse, also in der Neuweltordnung, noch die Möglichkeit, das Evangelium anzunehmen und errettet zu werden. Du aber nicht mehr. Du musst es also vor der Entrückung geschafft haben. Also die Entrückung, die kann jetzt gleich passieren, aber die könnte vielleicht auch erst in 100 Jahren passieren. Kann man das auch? In 100 Jahren würde ich nicht sagen, aber es könnte auch sein, dass es das noch in 10 Jahren noch passiert. Aber mein Gefühl und das, was, wenn ich die Erde sehe, die Entwicklung auf dieser Welt, mein Gefühl sagt, dass das nicht mehr lange dauert. Das ist sekundenweise nur noch. Und das ist, also das heißt, ich bin in allerhöchster Gefahr, dann kann man sagen. Du bist in größter Gefahr, aber du bist wiederum in gar keiner Gefahr, wenn du Gott vertraust. Wenn du sagst, Gott, ich vertraue dir, dass du dich mir offenbarst, wer du bist. Ja. Ja. Dann wird der Herr dich retten und bei der Entrückung mit dabei sein lassen. Ja, ja. Und ist aber wie ist das, wenn ich so halbherzig an Gott gehe, wenn ich sage, Gott, ich vertraue dir, ich will an dich glauben, aber wirklich dann immer noch sündhafte Dinge in mir. Ich weiß Du weißt ja gar nicht, wer der wahre Gott ist. Ja, ist das klar. Jesus Christus oder Allah? Wer ist der wahre Gott? Ja, klar. Jesus natürlich. Christus oder Allah? Kann ich absolut nicht. Das stimmt. Nein, verstehst du, du hast noch nicht den wahren Gott gefunden. Du weißt nicht, wer er ist. Ist er Allah oder Jesus? Zu wem willst du kommen, absolut, um errettet zu werden? Kann ich es nicht, das stimmt. Das stimmt. Also musst du warten, bis er sich dir offenbart. Und dann kommst du zu ihm. Dann also musst du gleich, wenn du gleich hier offline gehst, geh ins Gebet und frag Gott, wer er ist. Und dass du Angst hast um deine Seele. Dass er sich dir offenbaren soll, so schnell wie möglich. Dann, Oliver, hast du die Bibel gerade zur Hand? Nee, jetzt gerade nicht, weil ich gerade auf der Arbeit bin, aber ich möchte deine Empfehlung beherzigen, dass ich wirklich die Bibel richtig lese, nochmal kontinuierlich, dass ich das tue. Weil du kannst dir Jeremia 29,13 vorlesen, da sagt der Herr, durchlesen, da sagt der Herr, wer mich sucht von ganzem Herzen, von dem werde ich mich auch finden lassen. Okay. Weil ich habe halt wirklich viel Angst, weil ich habe auch sündhafte Dinge noch in mir drin. Ich will nicht nur das, was Gott will. Das ist leider die Wahrheit. Ich will sündhafte Dinge ja auch irgendwo noch. Das ist leider die Wahrheit. Das wollen wir alle. Die Sünde ist auch in uns drin. Ja. Ich will das auch. Aber ich mache es nicht. Ich tue es die Sünde nicht mehr wie vorher, bevor ich zum Herrn Jesus kam. Natürlich, die Sünde ist in dir, in Amir, in mir, in jedem Menschen. Ja. Wir sind alle Sünder. Du bist nicht besser als ich bin nicht besser als du. Nur nachdem ich wiedergeboren wurde, weil ich den Heiligen Geist empfangen habe, jeder Wiedergeborene empfängt den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist führt dich und gibt die Kraft, der Sünde zu widerstehen. Ja? Ja. Der Sünde zu widerstehen. Du hast jetzt gar keine Kraft, der Sünde zu widerstehen. Ja? Der Heilige Geist macht dich erst fähig, der Sünde zu widerstehen. Ja. So. Hast du das begriffen, Olli? Ich glaube ja. Ich weiß es nicht sicher. Ich glaube ja. Ich hoffe ja. Ich du hoffe musst zwar. Einfach nur nach Gott fragen. Du musst nach Gott fragen, dass er sich dir offenbart. Danke. Was ich noch abschließend, wenn ich das noch sagen darf, sagen wollte, also euch bin ich in erster Linie dankbar, einfach nur, dass ihr so nett, verständnisvoll, offenherzig zu sein und dass ihr mir die Chance gegeben habt, dass ich überhaupt so jetzt ausführlich mit euch reden durfte. Einfach nur Gott so, wie ihr jetzt seid. Lieber.
damit, genau, gebt ihr mir das Beste. Darf ich noch eine Minute? Aber dann höre ich auch wirklich auf. Ist es in Ordnung, noch eine Minute? Okay. Dankeschön. Ja. Oder maximal zwei, aber dann will ich auch aufhören. Also damit gebt ihr mir das beste Geschenk, was ihr könnt. Und das ist unbezahlbar, weil vielleicht habe ich ein falsches oder zu sensibles Empfinden, aber ich habe das Gefühl, dass so wie wir uns im Durchschnitten der Gesellschaft behandeln, dass das, glaube ich, stellenweise schon ganz schrecklich geworden ist. Wie wir uns manchmal so psychisch in den Gedanken, in der Wertschätzung vom Geldsystem her gesehen behandelt. Und ich glaube, das schafft auch so viele unnötige psychische wie auch kapitalistische Probleme. Ich glaube, das Leben, das könnte im Durchschnitt viel schöner, freudiger sein, mit viel mehr Harmonie in Hier und Jetzt Gedanken, mehr Leistungs- und Fähigkeit und weniger Depressionen, Schuldgefühlen etc., wenn wir uns einfach mal anders da behandeln würden. Und deswegen hat mich das so gefreut, dass ihr vermutlich auch so von eurer Art zu mir seid. Das ist das Beste, was ihr mir geben könnt. Das kann man mit Geld gar nicht bezahlen. Und mich würde das freuen, wenn wir dann irgendwann nochmal miteinander sprechen, wie ihr wollt, könnt und Zeit habt und wie es halt geht. Gott segne dich, Olli. Ich danke euch. Das hat mich so gefreut. Und wenn ich was Falsches, Unnützes gesagt habe, möge der Jesus dir die Augen und Herzen genau, öffnen. Genau. Und wenn ich irgendwas Unnützes gesagt habe oder irgendjemand hier jetzt die Zeit oder den Raum gestohlen habe, dann entschuldige ich mich dafür. Nein, Gott segne dich, mein Lieber. Wir haben Zeit für dich. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Okay, ciao, Olli. Ciao. Ciao. Bis bald. Servus! Gott segne dich und deine Familie. Hallo, grüß dich. Ja, wie geht's euch? Dank dem Herrn Jesus, gut, hoffe dir auch. Aber haben wir jetzt. Na klar. Ja, servus, Ex-Muslim. Ja, okay. Also, Gott segne dich, Pastor. Warum hast du denn rausgeschmissen? Ja, guck doch mal, was er da wollte. Ex-Muslim, das war so jemand, der rumtrollt. Ja, du musst auch Geduld haben mit so schwierigen Fällen. Ja, aber da weiß man schon, wo die Reise hingeht. Ja, ja. Ja, Sabr. Ich hab schon sehr viel Sabr, aber wenn ich bei jemandem merke, der macht so Blödsinn, dann dann geht. Ja, okay, ihr Lieben, wenn ihr hochkommt, macht bitte nicht zu viel Blödsinn. Macht nur ein wenig, weil Sheikh Dr. Abu Amir, der hat keine Zeit für viel Blödsinn. Der hat nur Zeit für wenig Blödsinn. Für wenig Blödsinn? Wenig Blödsinn, ja. Aber nicht viel Blödsinn. Bitte nicht viel Blödsinn, nur wenig Blödsinn. Der hat natürlich Fragen gestellt und der war auf der Suche. Der merkt das schon, dass er sehr verzweifelt war. Und sehr, sehr interessiert an der ganzen Sache, ne? Ja. Ja, man muss den Menschen helfen, ne? Man muss den Menschen helfen, die Sachen klar und deutlich zu sehen. Weil wir haben ja den Heiligen Geist, wir haben den Durchblick und wir können die Dinge richtig sehen, klar. Wir haben diese Brille. Du weißt ja, wenn man zum Beispiel kurzsichtig wird, dann musst du diese Brille nehmen, damit du wieder die Dinge richtig scharf sehen kannst. Sonst siehst du die Dinge so verschwommen. Ja, und die Brille ist ein Sinnbild für den Heiligen Geist, der dir diese Schärfe deines Blickes gibt, die deinen Blick schärft. Das ist der Heilige Geist. Und der Rest der Menschheit, die den Heiligen Geist nicht haben, die können eben die Dinge nicht scharf genug sehen. Die sehen alles verschwommen. Ist auch das Licht. Ja, wenn der Sohn wahrhaftig frei macht, also wenn der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei, das sagt, in all den. Ja. Ja. Deswegen sagt der Jesus, ein Blinder kann nicht einen anderen Blinden führen und die beiden werden in eine Grube fallen. Das muss also einer führen, der eben nicht blind ist. Sündlos ist. Deswegen habe ich mich letztens kaputt gedacht, als du das Beispiel genannt hast, da hat jemand gefragt hat, ja, Mohammed ist doch das beste Vorbild und so. Ja, der hat doch selber gezündet. Wie kannst du denn einen Zünder folgen? Stell dir mal vor, du bist besser als dein eigenes Vorbild. Ja. Das kann's ja nicht sein. Dein Vorbild muss besser sein als du. Ja. So ist das. Man muss den Menschen das alles erklären, damit sie es verstehen. Ja. Hallo? Hallo?
Ja. Hallo. Alles gut? Ja, hast du die jetzt? Erstmal guten Tag, alles gut bei euch? Was? Alles gut. Alles gut bei dir auch. Ob alles gut bei euch ist, guten Tag. Ach so, also. Ja, ja, alles super. Guten Tag, guten Tag. Okay, okay. Guck mal, ich bin Christ, ne? Ja. Also, dann. Schon seit Wer ist denn der Herr Jesus für dich? Was? Wer ist denn der Herr Jesus für dich? Für mich ist Jesus Gott in Menschengestalt, ne? Ja. Das ist Jesus Gott? Ja, ja. Okay. Wer ist Mohammed für dich? Mohammed ist ein Prophet. Was? Mohammed, keine Ahnung, Mann. Mohammed, ich habe mit dem Koran und so eigentlich nichts zu tun. Ja, aber wer ist denn Mohammed für dich? Ist der ein Prophet oder nicht? Ja, ein Prophet, ja klar. Alles klar, gut. Ciao, mach's gut, mein Lieber. Habt ihr gesehen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? So einfach macht man das. Ich bin ein Christ oder sagt ihr, ich habe mit Mohammed nichts zu tun? Ist Mohammed ein Prophet? Ja, wir haben ein Prophet. Aha, ein Christ sagt, dass Mohammed ein Prophet war. Der gesamten Bibel widerspricht, der den Herrn Jesus Christus als einen Propheten nur abstellen will. Seine Sohnschaft, Gottheit, alles leugnet. Die Christen, die Kreuzigung. Die Kreuzigung. Ja. Nee. Traurig. Ja, grüß Gott. Gott. Blumen? Hört ihr mich? Ja. Ja. Ja, ich wollte den Leser mal fragen, warum die Türken die Araber so hatten. Nochmal, du kommst so dumpf rüber. Ich habe das nicht verstanden. Ich wollte den Reda mal fragen, warum die Türken die Araber so hatten. Ich war jetzt im Urlaub. Ja, das ist eine verrückte Sache. Ja, weil das ist so eine kulturelle Sache. Weil ich war jetzt im Urlaub. Ich weiß nicht, ob das auch in der Religion ist. Amir kann dir das vielleicht beantworten, ob da eine religiöse Sache besteht da zwischen den Arabern und Türken und so weiter. Gibt es da eine Hadith, Amir? Was denn? Dass die Türken die Araber hassen und die Araber die Türken. Ja, weil sie die Religion nicht richtig praktizieren, ne? Die betrachten die Türken halt als so, ja, auch so, ja, mehr oder weniger gläubiges Volk, ne? Was so leben möchte, wie es will. Und die sprechen ja, auch den, genau. die sprechen auch komplett die Al-Fatih ganz komisch aus und sowas, ne? Das ist für die sehr, sehr schlimm. Ja. Du siehst ja, dass die Araber auch Türkei angegriffen haben. Ne? Türkei war ja ein rein christliches Land. Christliches Land. Und nach haben die Araber Türkei eingenommen und daraus wurde dann ein muslimisches Land. Wahnsinn, ne? Ja. Was soll ich sagen? Du warst im Urlaub. Und da war ein Barkeeper, der kannte natürlich verschiedene Sprachen. Der kannte Russisch, Polnisch und ein bisschen, weil da waren ja verschiedene Gäste, ne? Und dann habe ich ihn mal gefragt, ob er nicht auch Arabisch kann. Weil er ist ja Muslim. Er hat vorher mal gesagt, ich bin Muslim. Und dann hat er gesagt, er hate Arabic people. Er hasst Araber. Und da habe ich ihm gesagt, Mensch, dein Prophet ist auch ein Araber. Nein, Mohammed war kein Araber. Ne? Also weiß ich nicht, ganz komisch. Ne? Der Mohammed hat angeordnet, der Tag des jüngsten Gerichts kommt nicht eher, bis ihr das Türkvolk bekämpft. Also die Türken. Hammer gegen die Köpfe, gegen das Gesicht gehauen hätte. So ein Gesicht haben die. Genau, da gibt es einen Hadith, glaube ich, oder Amir? Ja, richtig. Der Tag des jüngsten Gerichts kommt nicht eher, bis sie die Türken bekämpfen, sagt der Mohammed. Ja. Also, es war ganz komisch. Also, ich weiß es nicht. Er hat dann irgendwie gesagt, Mohammed hat keine Rasse und der war für alle Menschen da, aber in Wirklichkeit, er war ja von den Koreisch, er war ja Araber, ne? Und das wird auch noch verneint, ne? Also ich weiß es nicht. Ne? Ja, ist alles ganz eigenartig. Es ist, glaube ich, mehr eine kulturelle Sache. Die Araber sind natürlich so ein bisschen strengere Muslime und die Türken, du siehst doch Türkei zum Beispiel, ja? Das ist ja ein laizistisches Land.
da gibt es Freiheit, Alkohol, Prostitution, also es gibt ganz normal Bordelle ja. und so weiter, Alkohol erlaubt, die Türken trinken ja auch viel Alkohol und so. Ne? Das ist so ja. ein normales Land mit demokratische Wertevorstellungen, ja. Obwohl jetzt langsam auch die Islamisierung einsetzt in der Türkei. Aber dennoch ne, sind die Türken so ein bisschen mehr weltoffener. Und das ist natürlich ein Dorn im Auge von Arabern, die wiederum ein bisschen konservativere Muslime sind. Und diese kleinen Unterschiede machen doch viel aus. Ne? Und deswegen hassen sie sich so gegenseitig. Aha, okay, mehr wollte ich eigentlich nicht, Peter. Das wollte ich eigentlich mal wissen. Weil ja alle irgendwie sagen, wir sind Muslime und dann hassen sich ja doch gegenseitig. Also ist irgendwie alles ein bisschen merkwürdig, ne? Ja, ja, ist so ein bisschen Rassismus auch ein bisschen dabei, ja. Ja. Alles klar, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ne? Euch beiden. Okay, ja, mach's gut. Gott segne dich, ciao. Gott segne dich, ciao. Genau, diesen Hadith hatte ich im Kopf gehabt, aber ich kam nicht da drauf, mit diesem Turkvolk da. Ja, das ist auch heftig, ne? Also wenn die Türken dann das nur lesen, was so in denen vorgeht, also... Ich würde sofort die übelste Abneigung gegen den Islam bekommen, wenn ich der Türke wäre. Wie? Wir müssen bekämpft werden. Der Tag des jüngsten Gerichts kommt nicht eher, bis wir bekämpft werden, oder wie? Was ist das? Ja, die Türken sind sehr, sehr liberale Muslime. Ne? Also, die sind ja nicht wie die Araber, Sunniten da. Die arabische Seite ist da strenger. Die Türken sind viel weltoffener und Demokraten und sowas. Ne? Zum Beispiel, wo ich mit einem Türken gesprochen habe. Ich habe ihm mal gesagt, dass der Mohammed ja eine Sechsjährige geheiratet hat. Der wollte mich umbringen, dass ich sowas Beleidigendes über seinen Propheten sagen würde. Der meinte, wenn du auf den Falschen triffst, dass du sagst, dass unser Prophet eine Sechsjährige geheiratet hat. Pass auf, dass er dich nicht tötet, dass du unseren Propheten so beleidigst. Ich so, hä? Das steht in deinen sunnitischen Texten. Aber du siehst, ja, die Türken eben, die sind sehr, sehr liberal. Ne? Die haben gar keine Ahnung von Islam, leider. Eieieiei, schwere Unfall hier. Ja. Und dann sehen die Araber das, ne? Dass die Türken so mit vielen Bestandteilen des Islams Probleme haben. Ja, ja, und dann hassen die Türken. Ja. Hallo, grüßt euch. Grüß dich. Ich wollte kurz was fragen, etwas innerchristliches, sage ich mal, obwohl ich selber kein Christ bin, aber habt ihr das mitbekommen? Es gibt in Deutschland so eine Gemeinde von Baptisten, die sagen, mich würde da eure Meinung interessieren, die sagen, dass wenn jemand homosexuell ist, dass er sozusagen verworfen ist und er kann gar kein Christ mehr werden. Was sagt ihr dazu? Kennt ihr diese Nein, Meinung? Das ist eine Ehelehre, das ist eine falsche Lehre. Also die sagen eiskalt, wenn du einmal homosexuell bist, also du hattest was mit einem Mann oder so, dann hat dich Gott verworfen und am besten du bringst dich einfach um. Ja, super. Das ist vom Teufel solche Lehre. Gott liebt alle Menschen und will, dass jeder Raum zum Buße hat. Ne? Die widersprechen dem Wort Gottes. In 1. Timotheus Kapitel 2 heißt es ja, dass Gott nicht will, dass irgendjemand verloren geht. Also im 1. Petrusbrief. Sondern jedermann Raum hat zu Buße. Ja, Gott ja. liebt alle Sünder. Ob jetzt ein Pädophiler ist, ob der so ein Unzüchtiger ist, heterosexuell, aber Unzüchtiger, oder ein Homosexueller. Alle müssen umkehren und der Sünde absterben und zum Herrn Jesus kommen und wiedergeboren werden. So hat jeder die Möglichkeit zur Errettung. Also diese Lehren sind falsch. Die sind nicht vom Heiligen Geist. Also ihr glaubt nicht, dass es irgendwie gewisse Menschen gibt? Homosexuelle? Nein. Ja, ja, sprich. Nein, das sind falsche Lehren. Jeder Sünder hat die Möglichkeit zur Erkennung, zur Umkehrung. Auch Homosexuelle. Der Herr Jesus ist ja auch für Homosexuelle gestorben. Für die Homosexualität. Das ist ja auch eine Sünde. Der Herr Jesus ist doch nicht nur für 95,4% der Sünden gestorben. Oder für 93,8% der Sünden. Verstehst du? Ja, der Herr Jesus, Gott, der Herr Jesus ist für alle Sünden gestorben. Jede Art Sünde. Damit derjenige errettet wird. Damit es nicht zur Werksgerechtigkeit kommt.
Wenn wir aufgrund unserer Werke gerecht werden würden, würden wir alle verloren sein. Weil alleine ich lüge immer, obwohl ich wiedergeboren bin. Zwar viel weniger, aber ich lüge. Wäre ich unter Gesetz, wäre ich immer noch verloren. Wenn es um meine Werke geht, wenn ich mich selber zum Beispiel durch ein heiliges Leben mich selber retten müsste, ich wäre verloren, weil ich Lügner bin. Alle. Aber also alle verloren. Die Errettung, genau, die Errettung darf nicht aufgrund der Werke sein, sonst wären alle Menschen verloren, weil wir sind alle Sünder. Also muss die Errettung aufgrund des Glaubens sein, ja, nicht aufgrund unserer Werke. Ja, das verstehe damit, ich, aber damit auch die Leute errettet werden können. Ja, nein, diese Sache, was die da gelehrt haben, diese Baptisten, kannst du vergessen. Also die beziehen sich auf den Römerbrief und dort heißt es irgendwie, Männer, die sich in fleischlicher Lust anderen Männern hingeben, also Gott hat die sozusagen hingegeben und die sind dann irgendwie verworfen, da keine Ahnung. Ja, Gott hat auch, erster Korintherbrief, Gott hat auch die Unzüchtigen dahin gegeben, Unzucht zu treiben. Das war ich war ein Unzüchtiger. Man darf nicht nur einen Satz aus der Bibel nehmen und alle anderen Sätze ausklammern. Ja, ja. Da steht im 1. Korintherbrief, dass Unzüchtige das Reich Gottes nicht erben werden. Also ich. Jeder Mensch hat Unzucht getrieben. Und dann sagt der Apostel Paulus, solche wart ihr. Ihr habt Unzucht getrieben, aber jetzt seid ihr umgekehrt zu Herrn Jesus Christus und habt der Sünde widerstanden und bereut und seid wiedergeboren. Ja, das heißt also, jede Art von Sünde wird von Gott als Sünde angesehen. Homosexualität, Unzucht, Lügen, Diebstählerei, Vergewaltigung, Mord. Die kommen aber an andere Stellen in der Bibel. Das, was du gesagt hast, im Römerbrief Kapitel 1 und 2 wird das besprochen, mit den Homosexuellen. Aber da gibt es auch den 1. Korintherbrief, den 2. Korintherbrief, Offenbarung, da stehen die anderen Sünden da, was Gott alles hasst. Aber trotzdem sollen wir gerettet werden. Sowohl der Unzüchtige, sowohl der Lügner, sowohl der Homosexuelle. Alle sollen gerettet werden. Der Römerbrief sagt, dass ein Homosexueller eben sündigt. Dass das Sünde ist, dass Gott das hasst. Aber Gott hasst auch Unzucht. Gott hasst auch die Lüge. Gott hasst auch den Mord. Oder hat Gott nur mit einer Sünde Probleme? Aber der liebt den Mord. Mord ist nicht so schlimm wie Homosexualität. Ja, für die, ich keine Ahnung, die sagen halt Homosexualität ist was ganz Besonderes Schlimmes. Nein, das ist eine komplette blöde Lehre. Die haben wirklich gesagt, ein Prediger von denen, der hat wirklich gesagt, homosexuell, wenn du homosexuell bist, dann gib dir einfach die Kugel, weil Gott hat dich verworfen. Ja, klar, natürlich. Das haben die wirklich so gesagt, das ist richtig heftig. Ja. Absolute Ehrlehre. Von solchen Leuten wimmelt es in der Christenheit. Also leider wirklich Gottes. So Taliban-mäßig sind die drauf, ne? Ja. Aber falsche Taliban. Weil die echten Wiedergeborenen sind noch radikaler als er. Aber radikal in der Wahrheit. Nicht radikal, ich habe jetzt was gegen Homosexuelle, also messe ich dem mehr Gewicht bei, weil ich selber ein Problem mit Homosexuellen habe, mehr als mit Lügnern. So sind die sind subjektiv, diese Leute. Weil die selber so sich ekeln vor Homosexualität. Dann sagen die, das ist ganz, ganz schlimm. Gott hat damit ein absolut großes Problem. Verstehst du? Ja. Gott hat mit allen Sünden Probleme. Das sind falsche Lehren. Aber gib mir mal bitte den genauen, also was ist das für ein Kanal? Wie heißt denn dieser Kanal von denen? Das zuverlässige Wort. Das zuverlässige Wort. So heißt der Kanal. Okay, ich werde eine Gemeinde in Pforzheim und deren Prediger in Deutschland, musst du mal schauen, der heißt Anselm Urban heißt der. Ja, kenne ich nicht. Aber ich werde mich mal da ein bisschen schlau machen. Ich werde. Ja, also wenn du das stimmt, was du sagst, ich kann das natürlich nicht erst beurteilen, vielleicht sagst du auch was Falsches. Ich muss mir das erstmal angucken. Ja, klar. Aber ich werde mir das anschauen und dann. Aber falls die das wirklich so gesagt haben, wie du das sagst, das sind absolute Irrlehrer. Da darf man nicht in ein Wort mehr zuhören. Wenn jemand sowas sagt. Ja, ich kann dir auch ein Video von denen schicken. Bist du irgendwo auf einem Kanal oder so erreichbar?
Ja, kannst du mir hier privat, also hier auf TikTok privat senden. Okay, okay. Nachrichten. Und der eine, aber ich guck mir das dann ab, ja, aber dieser Anselm Urban, der wurde sogar abgeschoben, weil der Verfassungsschutz hat gegen den ermittelt, weil der halt richtig so extrem ist. Ja, siehst du, da sendet der Herr Jesus eben die Obrigkeit, damit die, die solche Sachen sagen, eben unter das Gericht kommen. Ja. So einfach. Okay, schick dir das später, dann alles klar bei noch, ne? Ja, danke dir. Was ist da? Danke. Was? Da gibt es also so eine christliche Gruppe, die sowas gesagt hat, oder? Ja, die solche falschen Lehren verbreitet. Wenn du homosexuell bist, dann hast du gar keine Möglichkeit mehr zur Errettung, weil du Homosexualität gemacht hast. Da bin ich nie. Also, es ist Lüge. Ja, jetzt erklär das mal den Leuten. Ja, für Gott ist Sünde Sünde. Was soll er denn jetzt machen? Er liebt uns alle. Und deswegen will er uns ja auch alle retten. Genau, eine bestimmte Sünder, also bestimmte Sünden, für die gibt es keine Errettung. Das ist eine absolute Irrlehre. Das ist eine absolute Irrlehre. Ja. Weil da steht auch in der Bibel, Unzüchtige werden nicht das Reich Gottes erben. Ja, was denn jetzt? Homosexuelle oder Heterosexuelle, die Unzucht treiben? Hallo. Beides ist Sünde. Hi. Hallo, grüß dich. Hi. Warte mal, ich habe mal eine Frage, ne? Ja, bitte. Also ich höre euch ja jetzt schon tagelang zu und jetzt ist ja gerade hier das Thema. Jetzt mal ganz ehrlich, aber in keine Bibel steht geschrieben, dass homosexuell richtig gilt. Eigentlich ist das ja nicht richtig. Der Herrgott hat ja Frau und Mann erschaffen, dass die sich paaren und nicht gegenseitig Kerle. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Ja, klar. Es ist eine Sünde, ja. Ja. Aber genauso gut ist Sünde, wenn du zum Beispiel Kinder missbrauchst, Pädophilie. Oder wenn du Leute ermordest oder wenn du eine Frau vergewaltigst. Ist genauso Sünde. Jetzt habe ich mal eine Frage, weil ihr gerade bei Pädophilen seid. Jetzt angenommen, ein Kind, ich tue jetzt so ein, auf Deutsch gesagt, so ein Kinderficker, tue ich jetzt töten. Komme ich dann in die Hölle? Du kommst nicht, weil du das getan hast, in die Hölle, sondern weil du Sünder bist und deine Sündernatur nicht vor Jesus Christus bereut hast und umgekehrt bist. Ja, und wenn mein Leben mal vorbei ist und ich stehe vor dem Herrgott, also ich bin jetzt, ich bin ganz ehrlich zu euch, ich bin gläubig, um Gottes Willen, also das ist jetzt nicht so, dass ich nicht gläubig bin. Aber ich bin auch nicht so ein Mensch, der jetzt jeden Sonntag in die Kirche geht oder so, also das gar nicht. Aber wenn ich doch vor dem Herrgott stehe und ich tue beichten, das tut. Und ich sage zum Herrgott, es tut mir leid, dass ich das gemacht habe, aber es tut mir nicht leid, dass ich ihn umgebracht habe. Er schändet Kinder. Was Schlimmeres gibt es ja eigentlich gar nicht, wenn wir ehrlich sind. Was Schlimmeres, wie ein Kind zu schänden, das muss man mal ehrlich sagen, gibt's nicht. Für mich, in meinen Augen. Ja gut, aber Gott hat auch die Obrigkeiten, Römer Kapitel 13, die Obrigkeiten auf den Plan gerufen, damit wenn du einen Mord begehst, dass du hier eventuell Todesstrafe bekommst oder lebenslänglich. Das muss dir auch klar sein. Gerettet, wenn du wiedergeboren bist, bist du errettet, egal welche Sünde du tust. Aber sei dir gewiss, dass die Obrigkeit vom Herrn eingesetzt ist, um dich zu bestrafen für das, was du auf der Erde tust, vor dem Gesetz. Ja, aber rein theoretisch tue ich ja Gutes. Du tust nichts Gutes, wenn du jemanden ermordest. Ja, aber einer, der ein Kind ermordet hat oder noch mehrere Kinder dann ermorden will. Nein. Nur mal angenommen. Nein, das ist. Weißt du, wie ich meine? Nein, das darfst du nicht, weil das Gesetz hier sagt, du darfst keinen Menschen ermorden, du darfst keine Selbstjustiz machen. Du musst zur Polizei gehen und den anzeigen. Die Polizei wird dann die Ermittlungen aufnehmen. Aber wo kommen wir denn hin, wenn jeder Selbstjustiz machen würde? Ja, natürlich. An das Große. Was ist, wenn die Nase eines anderen nicht gefällt? Ja gut, da hast du recht. Ja, aber das hat jetzt, das, so meinte ich das ja jetzt nicht. Nur mal jetzt angehört. Also aber es würde zu Anarchie führen. Ja, da hast du schon recht. Aber sag mir mal ein Vater, guck mal, ich habe zwei Kinder. Wenn einer meine Kinder was tut, dann ist mir alles egal. Bin ich ehrlich. Ich denke mal, so denkt aber auch jeder Vater, wenn wir mal ehrlich sind.
Ja, okay, klar. Natürlich, wenn du wiedergeboren bist und auf einmal dein Fleisch mit dir durchgeht und du wirst so zornig, weil jemand dein Kind was angetan hast und du ermordest ihn, ja, wenn du wiedergeboren bist, bist du errettet. Aber der Herr wird dir die Strafe hier auf der Erde geben. Das heißt also, das kann sein, dass du ihr lebenslänglich bekommst oder wenn du in einem falschen Land lebst, da kommt dein Kopf ab wegen Selbstjustiz, Mord. Aha. Aber jetzt bin ich mal ganz ehrlich, weil da ihr seid ja auch hier Ex-Muslim oder sowas, ne, nennt ihr euch da? Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, ich bin ja Deutsch, ne? Ja. Ich habe noch nie gehört, also ohne Witz jetzt, habe noch nie gehört, dass ein Moslem oder sowas mal ein Kind angepackt hat. Ein Moslem ein Kind angepackt hat? Ja, ein Moslem. Ja, also natürlich. Habe ich noch ja, nie gehört. Ja, natürlich, im Islam ist das erlaubt. Ich laut Koran legal Kinder heiraten, Mann. Guck mal an, ne? Ja. Mohammed selber hatte ein 6-jähriges Kind geheiratet. 6 Jahre alt war sie. Aisha hieß die. Ja, das sagst du, aber die Muslime sagen nein, das darf der. Wie kann er das dürfen, dass ein 6-jähriges Kind von uns auf Deutsch gesagt? Pfui Teufel. Ja, das musst du mit den Muslimen besprechen. Ja gut, das ist dann schon. Im Islam ist das erlaubt, eine 6-jährige zu heiraten. Und wenn sie 9 Jahre alt ist, dann kannst du auch wieder schlafen. So, nach dem Vorbild ja, Mohammeds. Ja. Und das steht da auch drin geschrieben, ja? Ja. Boah, das ist krank. Ey, das ist krank, ehrlich. Ja, das musst du mit den Muslimen dann besprechen. Ja. Ah, deswegen hört man da auch so großartig nichts von, sage ich jetzt mal. Weil es ja sowieso erlaubt. Ja. Ja, ist ja auch. Deswegen, aber. Ja. Aber hier nimmt die Übergriffe ja auch schon an in den Moscheen. Die Kinder werden angefasst und so, da hört man schon einige Berichte, da sickert das durch. Ja, musst du mal gucken, ne? Wie der Imam auf einmal ein Kind vergewaltigt und das Kind dann zu der Mutter nach Hause geht und dann anfängt dann, ja, das Ganze dann der Mutter zu erzählen, ne? Was der Imam da gemacht hat. Ne? Sorry, ich habe einen Anruf gekriegt. Jo. So, nee, aber wie, ja, und deswegen hört man davon auch nichts, weil es erlaubt ist, weil die Perversen. Ja, genau. Einfach. Und für mich ist das pervers. Das ist jetzt auch nicht böse gemeint oder was? Jeder hat seine eigene Religion, ob einer schwul ist, ob einer das ist, ob einer das ist. Juckt mich gar nicht. Aber ich sag mal, mit so kinderpädophilen Drecksachen, das gehört sich nicht. Ja. Sowas gehört für mich, also für mich, bin ich ehrlich, für mich gehört sowas ausgerottet. Weg damit. Ungeziefer weg. Ja, und deswegen war das ein Grund für mich, wo ich das gehört habe, wo ich das gelesen habe, dass Mohammed eben sowas gemacht hat. Da war ich auch raus aus dem Islam. Da habe ich, mal, was, da, was hab ich diese Religion verlassen. Was seid ihr für Landsmänner? Wir sind Iraner. Iraner. Und ich sag mal, ihr habt jetzt den Glauben verlassen und seid jetzt Christen, ne? Ja, genau. Genau, ihr seid jetzt Christen. Und wie geht eure Familie damit um? Seid ihr jetzt ausgeschlossen oder sowas oder gar nicht? Nein, Gott sei Dank nicht. Nein, unsere Familien sind Gott sei Dank etwas liberal. Alles klar. Aber so, wenn ich manchmal welche höre, wo jetzt er wo im Auto sitzt, der ist ja manchmal mit welchen live, die wollen den ja mundtot machen, können sie aber nicht. Weil der ist gar nicht aufs Maul gefallen. Also dumm bist du nicht, das muss ich dir wirklich mal sagen. Und ja, egal wie, und dann sagen, und ich schlachte euch ab, und dann wollen die ja schlachten, die so viel Hackebeile haben, die gar nicht so viel, wie die schlachten wollen. Ja, das ist und das Dumme halt an die Menschen ist halt, sie gehen null darauf ein. Ne? Was meinst du mit darauf eigentlich eingehen? Wenn man die Wahrheit sagt. Zum Beispiel, er lügt so, ja nicht. Ja. Er hat den kompletten Islam gelesen, sage ich jetzt mal. Ja. Und ihr sagt jetzt gerade zu mir, das ist erlaubt. Deswegen hört man davon auch nichts. Weil ich habe mit meiner Schwester da mal drüber unterhalten. Die ist auch knappe 30. Und die hat auch zu mir gesagt, Jesse, egal wo, man hört nie, dass ein Moslem oder sowas überhaupt jetzt so in so ein Land mal einen Kind anpackt. Oh nee, du hast recht. Ja, und jetzt sagt ihr mir, das ist ja auch erlaubt. Ist ja klar, dass sie darüber nicht sprechen. Wir werden schweigen. Ja, natürlich hier in Europa, die machen das nicht, weil das hier verboten ist, per Gesetz. Aber in ihren islamischen Ländern, die machen das. Zum Beispiel in meinem Land, Iran, war bis vor ein paar Jahren, also Heiratsalter 9 Jahre, nach dem Prophetenvorbild. Ja. Und in Afghanistan und so weiter heiraten die auch kleine 6-, 7-, 8-jährige Kinder.
Das ist das Problem. Und deswegen müssen wir über diese Themen reden, die Muslime aufklären, damit sie über diese Themen nachdenken und selber eine Entscheidung treffen. Ja, okay, ich bleibe trotzdem Muslim, oder nein, ich habe damit ein Problem, ich gehe raus und ich komme zu Jesus Christus zum Beispiel. Das muss jeder für sich selber entscheiden. So sieht's aus. Deswegen muss man aufklären, aufklären, aufklären. Aufklärung hat nichts mit Hetze zu tun. Versteht ihr? Genau. Wenn jemand etwas hier euch berichtet und aus den Schriften des Islams vorliest und euch Mohammeds Leben präsentiert, das, was er wahrhaftig getan hat, dann hat das nichts mit einer Hetze zu tun, sondern mit Aufklärung. Und das ist eine ganz wichtige Aufklärung, damit die Leute, die geistlich so voll zurückgeblieben sind sozusagen, jetzt im heftigen Sinne, aber dass die dann anfangen so aufzuwachen und zu erkennen, was eigentlich die Leute verschwiegen haben über Mohammeds Leben. Ja, wenn wir uns dann zum Beispiel den Islamischen Staat betrachten und verwundert sind, warum diese Gruppierung auf einmal so grausame Dinge macht. Ja, ein Blick in den Koran, ein Blick in die Hadithe, ein Blick in Mohammeds Leben, Aussagen der Gelehrten würden natürlich Klarheit verschaffen. Ja. Ja, ich kann nicht auf so lange auf die Kommentare achten, weil ich fahre. Und das ist eben schwierig. Der Amir fährt auch und deswegen wird es schwierig. Ich versuche immer wieder reinzuschauen, aber es geht nur ein paar Sekunden und dann geht es leider. Ich muss wieder nach vorne schauen. Genau. Deswegen, wir wiedergeborene Christen sind nicht dagegen, dass Muslime hier reinkommen, sondern wir lieben alle Muslime und wir wollen, dass alle errettet werden. Wir dürfen nicht auf einmal weltlich werden, fleischlich werden und dagegen sein, dass die Muslime hier hinkommen. Nein. Gott hat sowieso schon den Plan gefasst, was er mit Europa machen will. Da könnt ihr das nicht aufhalten. Und selbst das dürft ihr nicht aufhalten, weil Gott es so entschieden hat. In Offenbarung Kapitel 6 hat Gott entschieden, dass diese Sachen passieren müssen zu Züchtigung von den westlichen Ländern. Das ist leider so. Die Zornesgerichte Gottes, die werden über Europa kommen, über die ganze Welt. Und das könnt ihr nicht aufhalten, das können wir nicht aufhalten, das wollen wir auch nicht aufhalten, weil dann würden wir ja gegen Gott gehen. Wir müssen uns raushalten, was Gott mit der Welt anstellen will. Wir haben andere Aufgaben. Die sollen nicht gegen Muslime sein, die hier rein. Nein, wir müssen für alle Muslime sein. Wir müssen ihnen das Evangelium verkünden. Wir müssen sie lieben und versuchen, dass sie gerettet werden. Das ist unsere Aufgabe von den wiedergeborenen Christen. Nicht auf einmal Anti-Islam, Anti-Muslim-Hetze und so weiter, AfD. Diesen weltlichen Move dürfen wir Wiedergeborene nicht tun, weil wir ein himmlisches Volk sind. Wir sind nicht weltlich gesinnt, wir sind himmlisch gesinnt. Unser Bürgertum ist im Himmel. Nicht hier auf Erden. Wir sind Fremdlinge hier auf Erden. Botschafter, die nur die Botschaft verkünden, mehr nicht. Daher Achtung, ihr Lieben, dass ihr nicht dagegen seid, dass die Muslime hier nach Europa kommen. Auf gar keinen Fall. Es läuft alles nach Plan. Es läuft alles so, wie Gott es geplant hat. Und das sehen wir auch. Dass es bald hier krachen wird in Europa, Amerika, in den westlichen Ländern. Das ist leider so, aber Gott hat das nur so entschieden. Offenbarung Kapitel 6, der zweite apokalyptische Reiter, die Schlachterei, werden beginnen. Es ist nun mal so. Gott hat diesen Zornesgericht über Europa bestimmt. Da könnt ihr nichts dagegen tun. Wir müssen uns aus seinem Zornesgerichtweg fernhalten. Beiseite gehen. Wir dürfen nicht dazwischen geraten und da mitmachen. Ganz, ganz wichtig.
Ne? Wir müssen auf jeden Fall Liebe walten lassen und versuchen, sie zu gewinnen. Ne? Liebesliebe. Weil sie sind genauso verloren wie Atheisten, Buddhisten und so weiter. Wir müssen versuchen, alle zu retten. Ne? Wir können nicht sagen, wir müssen gegen die Muslime etwas härter vorgehen als gegen Atheisten oder das ist Quatsch. Die sind alle verloren, die brauchen alle Errettung. Ne? Von daher dürfen wir dann nicht einen Unterschied machen. Aber klar, müssen wir sogar Leute, die reingekommen sind in die Christenheit und falsche Lehren verbreiten, die müssen wir natürlich richten. Ja, geistig gesehen müssen wir ihre Ehelehren aufdecken und warnen vor denen. Das müssen wir tun. Könnt ihr nicht die richten, die drin reingekommen sind, also die drin sind, die da draußen sind, also die noch nicht reingekommen sind in die Christenheit, die richtet Gott. Aber die da drin sind, reingekommen sind, also die Christen, die müssen wir richten. Ja. Erster Korinther 5, der Apostel Paulus erklärt das, die da drin sind, die müssen wir richten, die Christen. Aber die Nicht-Christen, alle Menschen, die noch draußen sind, außerhalb der Christenheit, die richtet Gott. Die dürfen wir nicht richten. Also die Muslime dürfen wir nicht richten. Ganz, ganz wichtig, diese Trennung. Friede und Segen mit euch. So wie Apostel Paulus in Apostelgeschichte 20, ja? Ich weiß, dass nach einem Abschied böse, räuberische Wölfe zu euch kommen. Damit redet ihr halt über böse Christenarten, Christen, die eben falsche, genau, die reinkommen, vom Satan reingeschickt worden sind, um die Herde zu heißen. Und gegen die müssen wir widerstehen. Mit allen möglichen geistigen Mitteln, die wir zur Verfügung haben. Ne? Nicht gegen die als Fleisch und Blut, also nicht gegen die Körper, dass wir denen was antun, aber geistige Krieg. Ja? Die Ehelehren aufdecken und so weiter. So sieht's aus. Wer ist Gottes mit uns? Gottes Frieden euch zwei. Danke. Ja. Danke, danke. Ich wollte mich nur ganz kurz auf das Thema eingehen, wegen dem einen, der was gesagt hat, wegen diesen Anselm und so weiter, dass die Baptistengemeinde das und das machen würde. Ja. Ja, das ist schon richtig. Und zwar folgen die einem sogenannten Pastor, der heißt Pastor Steven Anderson aus Amerika. Die beten aktiv dafür, dass Homosexuelle getötet werden. Der ruft auch immer wieder in seinen Predigten auf, dass Christen dafür beten sollen, dass Schwarzer, also Barack Obama getötet wird und so weiter. Ich habe von dem auch schon gehört. Ich glaube, Ministry, First Fruit oder wie heißt das? Keine Ahnung, was das ist. Nee, ich glaube, der ist auch hier auf TikTok, der heißt Man of God. Der vertritt es ja 1:1. Ja, ja, das ist ein ganz, ganz schlimmer Ehelehrer, dieser Typ da, dieser Steven Anderson. Ja, ja, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Ich habe mich da damals vor 8 Jahren mit ihm beschäftigt. Ich habe vergessen nochmal, was der alles für Ehelehren verbreitet. Also klar, dass er dafür ist, dass Homosexuelle getötet werden. Der ist dafür, dieser Teufelskind. Ja, der ist dafür. Also ganz vorsichtig. Genau über solche Wölfe im Schafspelz, die reingekommen sind, um die Herde zu verführen. Das sind genau diese Leute, wovor die Bibel warnt. Ja, Judaisierer, Ehelehrer, Jesu-Gottheit-Leugner. Das Problem liegt aber darin, dass wir die Christen selbst schuld haben. Weißt du, ich meine, wir Christen, wir sind da selbst schuld dran, weil wir einfach jedem blind dahergelaufenen zuhören. Und ich meine, weißt du, die Christenheit sagt immer, ja, ich prüfe. Es wird gar nichts geprüft von der Christenheit. Ja, die Christenheit nimmt einfach nur an, was irgendein Hinterhofprediger sagt, anstatt dass sie wirklich die Bibel in die Hand nehmen und schauen, was die Bibel wirklich sagt. Das Einzige, was sie machen, sie prüfen auf Grammatik und auf Rechtschreibung, aber nicht auf den Inhalt. Da liegt das ganze Problem drin. Ja, da hast du vollkommen recht, leider, ja. Aber derjenige, der ein falsches Herzen hat, der wird auch verführt werden.
Ja, der Heilige Geist, der in uns ist, der wird ja nicht zulassen, dass auf einmal ein Kind Gottes auf Abwegen kommt, dass er verloren geht. Das ist unmöglich. Das heißt, es werden nur die verführt und auf die sowieso einen falschen Herzenseinstellung haben und haben werden in Ewigkeit. Das ist richtig. Und der Herr Jesus hat uns ja eine doppelte Sicherheit gegeben. Einmal die Sicherheit von ihm, einmal die Sicherheit des Vaters, dass wir nicht verloren gehen können. Ja. Genau. Und die werden bewahrt. Ja klar, natürlich. Ja. Klar. Die Pforte der Hölle werden meine Gemeinde nicht bekommen. Ja, genau. Das heißt, also die Gemeinde Gottes wird bewahrt. Aber gut, dass du das jetzt gerade recherchiert. Hast du das gerade recherchiert? Ich hatte Kontakt zu dir. Ja, klar, natürlich. Ich habe mich mit dem Steven Anderson auseinandergesetzt. Weil ich ja Kontakt zu dem hatte und der hat mir dann, was weiß ich, viele Versen geschickt und so weiter und so fort. Da habe ich mich einfach mal mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt. Deswegen kenne ich das, deswegen kenne ich das ganze. Ja, das ist ein übelster Ehrlehrer. Und viele, der ist auch so ein bisschen rechts oder sowas, ne? Antisemitisch. Gegen Juden und so weiter. Der vertritt, glaube ich, die Ersatztheologie, ne? Ersatztheologe ist der, dass sie sagen, Israel. Sind absolute Bundestheologen. Absolut knallharte Bundestheologen. Ja, genau. Ja, knallharte. Jetzt erinnere ich mich. Ich habe ihm dann erklärt, dass mit der Bundestheologie nicht weiterkommt und dass, wenn, dann muss er auf den Dispensationalismus achten, ja, auf die Dispensation Gottes. Ja. Aber davon will er ja nichts hören. Ja, natürlich. Deswegen kommen auch solche Bösen. Er sieht ja Christen, im 3. Mose sieht er Christen, er sieht überall wieder Christen. Ja. Ich habe einmal gesehen, wie der so schreit und so vor dem Podest und auf einmal springt er wie ein Affe auf dem Podest mit allen Vieren. Genau. Ja, ich habe gedacht, was ist das denn? Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Ja, das ist das Steven Anderson, ja. Der ist total durch, dieser Junge. Der ist total durch. Ich bin fast nach hinten geflogen. Ich bin fast vom Hocker, wie der auf den Podest gesprungen ist. Mit allen Vieren. Das ist so, wie so ein Affe auf den Podest. Der ist total krank. Wir sind auch auf YouTube total aktiv, die Gemeinde dort, sowohl die Gemeinde in Amerika, als auch, die machen das ja so, dass der Steven Anderson da seine Predigten raushaut und dieser Anselm, der geflüchtet ist von Deutschland nach Amerika, der übersetzt das Ganze in Deutsch. Ja, super. Und da sind sie auf YouTube total aktiv und so weiter. Ja. Der Herr erlaubt all diese Verführungen, weil eben es noch Leute gibt, die so eine falsche Herzenseinstellung haben. Und die sowieso niemals ihr Herz beschneiden werden und wiedergeboren werden. Deswegen gibt er Hände frei. So einfach ist es. Dass der Quatsch redet, ist einfach nur, weil an dem Punkt gesehen, weil er sagt ja auch, du musst keine Buße tun, um umzukehren. Weißt du, was ich meine? Buße bedeutet ja Umkehr, du musst es nicht tun, sondern das ist ja nur eine Herzensgesinnung und so weiter und so fort. Dann merkst du eigentlich schon, dass das Ganze total Banane ist. Ja, vor allem, wenn er sagt, das Gegenteil, was Gott sagt, Apostelgeschichte, zum Beispiel sagt der Apostel Petrus, tut Buße und glaubt an den Herrn Jesus Christus. Das heißt, er sagt das Gegenteil. Er ist vom Satan geschickt, damit die Leute da verloren gehen. Weil er das Gegenteil sagt, was zum Beispiel in der Bibel steht, was Apostel Petrus sagt. Naja, ihr zwei. Ich bin am Arbeiten. Danke. Ja, gerne. Ich bin am Arbeiten, muss auch wieder weitermachen. Ich wollte ja nur ganz kurz sagen, wo ich aufklären, damit ihr wisst, was es ist. Macht weiter so. Gottes Frieden euch zwei. Amen. Und alle anderen Christen. Auch euch. Gottes. Danke, ciao. Ja, jetzt wurde der Name erwähnt, jetzt weiß ich, wer das ist. Aha. Der glaube ich, ist so, der verführt so in der Baptisten-Szene. Bei den Baptisten verführt der Typ. Und in der evangelikalen Szene. Ja. Ganz, ganz schlimm. Und hast du ja gesehen, was der Herr mit der Obrigkeit mit ihm gemacht hat? Ja, er wurde vom Verfassungsschutz sofort bestraft. Und sofort. Wer denn? Pastor Anderson? Nee, der ist in Amerika. Aber hier der eine, der dem Pastor Anderson folgt und diese Sachen weitergegeben hat, in der Lehre. Dieser Anselm so und so. Ah, okay. Der von der Baptisten hier, von Deutschland. Absolut krank, ne? Ja. Weil die sagen, Homosexuelle müssen getötet werden. Ach du Heilige. Ja. Und dann sagt der Herr Jesus, okay, jetzt die Obrigkeit auf euch, Verfassungsschutz,
Und dann kriegen die Probleme, die Leute. Wenn wir für wahre biblische Lehre verfolgt werden, das ist in Ordnung. Aber doch nicht für antichristliche Lehren. Antichristliche Lehren verbreiten und dann noch vom Herrn bestraft werden, ja, da musst du die Strafe antreten. So sieht's aus. Sonst hätte der Herr Jesus Christus ja das absolut gesagt, dass man das machen sollte, oder? Oder hat der Herr Jesus Christus nicht was anderes gesagt? Ah, die nehmen also die Gesetze aus dem alten Bund, vermischen das mit dem neuen Bund und machen daraus ein riesen Wirrwarr. Oh, hast du nicht gesehen, ne? Ja. Ja, genau. Dass der Pastor Steven Anderson überhaupt und in Amerika, da gibt es auch eine Verfassung, dass du nicht hetzen darfst gegen eine bestimmte Gesellschaftsgruppe. Dass der da so halbwegs durchkommt, ohne dass er ins Gefängnis gesteckt wird. Dass der sagt das ja auch da offen, dass man die Homosexuelle töten sollte. Der ist ja für einen Scharia-Staat, der will ja, dass Amerika so eine Art israelischer Gottesstaat wird, wo man wieder die Homosexuelle und Sünder, Unzüchtige und was weiß ich was tötet. Unglaublich. So einer ist das. Ein richtiger Wolf im Schafspelz, ein richtiger Antichrist. Das passiert, wenn man die himmlischen Lehren, also das himmlische, den himmlischen Volk, nicht mit dem irdischen Volk. Da kommt das daraus, wenn man das nicht fein säuberlich auseinanderhält. Mit verschiedenen Haushaltungen, nach Epheser 1, Vers 10. Ja, wenn man alles durcheinander wirft, ne? Ja. Das ist eine antichristliche, das ist vom Satan, um eben dich von dem wahren Weg abzubringen. Das ist das Problem. Hallo? Hallo? Hallo, grüß dich. Hört man mich? Ja. Ja. Gott segne euch beiden. Danke, dir auch. Ich bin ein bisschen aufgeregt, dass ich jetzt mit dem Oberschirr jetzt live gehe. Nein. Ja, ich bin aufgeregt. Ich bin auch aufgeregt. Ich bin ja, auch sehr aufgeregt. Ich schaue euch schon seit einiger Zeit, deswegen. Und ich weiß nicht, wenn es gehen würde, ob ich so ein kleines Zeugnis von mir geben würde, wie ich zum Herrn gefunden habe. Ja. Ja. Weil ich bin aufgewachsen als Jeside. Aber wie gesagt, ich habe von Jesidentum leider nie was verstanden. Und wurde auch in der Schule früher sehr, sehr viel gemobbt und bedroht, weil ich ja Jeside war. Oh. Und ich meine jetzt, kein Hass gegen die Menschen oder so, aber das hat mich bis jetzt noch verfolgt, dass ich bedroht worden bin, getötet zu werden, weil ich Jeside war früher. Wir haben mich da in der Schule sowas von dermaßen gemobbt und mich gezwungen, zum Moslem zu werden. Ja. Aber dann hat der Herr Jesus mich da rausgeholfen und hat mir die Augen geöffnet und gezeigt, wie die Menschen sind. Da war ich ja auch öfters mit denen in der Moschee oder so. Und ihr glaubt mir das nicht, die haben mit den Koranbüchern da herumgeworfen, die haben die Schule geschwänzt. Dann schmeißen die sich alle so wie die Verrückten da in den Gebetsraum herum. Ich dachte, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Also, verstehe ich. Ja, das ist jetzt schon länger her, aber der Herr hat mich da wieder rausgeholt. Und ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Und was war der ausschlaggebende Grund, warum du zum Herrn Jesus gefunden hast? Ja, weil der hat mir geholfen, aus der Depression rauszukommen. Ja. Ich habe nichts gegen das gefunden. Keiner konnte mir dagegen helfen, aber ich habe mich auf die Knie gestellt und habe zum Herrn gebetet. Und die Depressionen sind seit dem Tag nie wieder aufgetaucht. Ja, wundervoll. Sehr schön. Hammer. Ja, und
Ich hätte ja auch beinahe, ja, geht ruhig. Hast du also dich als Sünder vor ihm bekannt, ja? Erkannt. Ja, genau. Ja. Genau, ja, schon sehr, sehr lange. Ja, sehr gut. Ja, genau, wenn du einmal komplett gereinigt worden bist, errettet worden bist, befreit worden bist, dann wird auch alles andere verschwinden. Man hat dann das ewige Leben und dann ist das eine schöne Sache dann. Ne? Dann hat man Sicherheit. Ja, und ich hätte auch den Fehler gemacht, zum Beispiel jetzt früher, bevor ich geheiratet habe, wollte ich eine muslimische Frau heiraten. Und das war jetzt noch bevor meine Bekehrung. Aber schon da hat der Herr mir das nicht zugelassen. Er hat sofort die Scheidung gelassen, weißt du? Sofort. Er hat nicht gelassen, dass sie hierhin kommt. Also ich bin aus Syrien. Ja. Achso, dass die Frau da in Syrien geblieben ist. Ganz genau. Er hat die Tür nicht geöffnet für ihr. Das war ja in der Flüchtlingszeit. Da sind ja ziemlich viele Leute hierhin gekommen. Aber er hat die Tür nicht geöffnet für sie. Aber du hast geheiratet in Syrien mit ihr? Nee, hier in Deutschland. Aber sie ist aus Syrien gekommen, halt, genau. Ja, Moment. Ist die jetzt nach Deutschland gekommen oder nicht nach Deutschland gekommen? Nee, die ist nicht in Deutschland. Die ist immer noch in Syrien. Aber du hast sie geheiratet? Nee, ich hab die nicht geheiratet. Ich hab eine christliche Frau jetzt geheiratet. Ah, okay. Alles klar. Und das ist ja auch was Ausschlaggebendes, was ihr zugestoßen ist, was mir noch mehr die Augen geöffnet hat, weil sie war ja auch als erste Jesidin meine jetzige Frau. Ja. Und als sie hierhin geflüchtet ist, dann, die kannte den Herrn nicht richtig, aber sie hat gebetet. Sie hat einfach von sich aus gebetet, Herr Jesus, helf mir hier rauszukommen, weil das war eine schlimme Zeit, die Kriegszeit. Und die ist ja natürlich Jesidin gewesen und hatte auch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Jesiden haben auch so Anbetungen von Götzen wie Steine. Ich habe da keine Ahnung von. Das soll jetzt gegen Böses helfen und allem, dass die soll was Gutes bedeuten bei denen. Das ist Aberglaube, nennt man sowas, ja. Aberglaube. Ganz genau. Aber als sie die Hände geöffnet hat, die hatte den Stein in der Hand, als sie zum Herrn gebetet hat, war der Stein kaputt in ihrer Hand. Ja. Aber. Und seit dem Tag glaubt sie selber, also schon bevor sie jetzt zu mir gekommen ist, glaubt sie schon selber an den Herrn und hat sich bekehrt. Ja, sie hat mir das auch gezeigt. Sie meinte, hier, diesen Stein hatte ich in der Hand. Und guck mal, wie der jetzt aussieht, der Stein. Komplett kaputt, ein ganzer Stein, ja, weißt du? Gut. Ja, sehr gut. Da hat der Herr dir ein großes Zeichen gegeben. Und davon wusste ich, dass der Herr da auch seine Hände hatte. Ja, natürlich. Ja. Klar. Wunderschön. Ja, genau. Sehr schön. Freue mich sehr für dich und deine Frau. Es ist unglaublich. Also, ich danke ihm vom tiefsten Herzen, dass er mich da rausgeholt hat. Dass er nie zugelassen hat, dass ich den falschen Weg gehe. Ich bin schon öfterem, wäre ich beinahe den falschen Weg gegangen, aber er hat mich immer da rausgeholt. Er passt auf seine Schafe auf. Er führt sie wieder auf den richtigen Weg. Ja, mir sind viele Sachen zugestoßen, wo ich dachte, dass der Herr da war. Das war genauso auch, ich besuche jetzt schon lange keine Gemeinde mehr. Ja, warum? Und dann stand an der Anzeige, also während, das war an einem Sonntag, ich sollte umpacken mein Fahrzeug. Da bin ich mit meiner Frau rausgegangen. Da habe ich gesagt, habe ich keinen Bock mehr drauf. Mach ich mir jetzt nicht an, jetzt soll ich wegpacken oder was weiß ich auch. Habe ich keine Lust drauf. Da habe ich gesagt, dann gehe ich jetzt nach Hause. Und während ich am Fahren war, stand ein Herr mit einem Mantel neben der Gemeinde, also neben der Kirche, eine evangelische Gemeinde. Stand dort an der Ampel und hat mir die ganze Zeit mit dem Finger gezeigt, ich soll zurückkehren. Heftig. Ich dachte, wer ist das? Ich bin zurückgekommen, ich habe gesagt, ich gehe jetzt mal dahin, aber ich habe den nie wieder gefunden. Nie wieder, er war auf einmal weg. Also, er hat mir schon sehr, sehr oft geholfen und sehr oft gezeigt, dass ich nicht den falschen Weg gehe. Ja, der Herr bewahrt. Ja. Der Herr Jesus, genau. Wie gesagt, bewahrt seine Auserwählten, die Kinder Gottes bewahrt er, um jeden Preis. Ja. Genau. Bis sie sich natürlich erretten, also bis sie sich bekehren. Und ich danke euch für eure Arbeit auch unglaublich sehr, weil
ich sag euch ehrlich, ich habe bei euch seit einem halben Jahr, schaue ich mir das an, mehr gelernt als irgendeiner gemeinsam. Warum gehst du denn nicht in einer Gemeinde? Was ist passiert? Ja, ich war da öfter, ich habe mich getauft. Ja. Und wollte von denen, dass sie mich in so kleinen Gruppen reintun, Gemeinden, wo man in der Woche mal sich trifft und weiter predigt oder mehr lernt, die Bibel zum Beispiel. Ja. Und dann haben die mich irgendwie 6 Kontakte weitergeleitet und dann am Ende gesagt, nee, wir haben keinen Platz für dich. Wie? Wie, die haben keinen Platz für dich? Nee, wir haben keinen Platz. Es ist zurzeit nichts zur Verfügung, wo du reinkommst. Und es ist ja nichts gegen den, meine ich ja. Platz schaffen! Also, der Pastor, Platz in der Gemeinde, Pastor, der da drin war, der war ein sehr guter Pastor. Der war ein unglaublich guter Pastor. Der hat sehr gut gepredigt über den Herrn. Ja. Hallo? Ist er raus? Ja. Hat wahrscheinlich keinen Empfang, oder was? Keine Ahnung. Warte mal kurz. Hört man mich? Ja. Erzähl weiter. Hallo? Ja. Hört man mich? Ah, okay. Der hat Rücklauf. Ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt was essen gehen, ihr Lieben. Ich bin gerade richtig am Verhungern. Kaputt gehen. Einfach wieder Marathon, ey. Seit 9 Uhr, 10 Uhr morgens und wieder bis 15.30 Uhr fast, ey. Das kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Mahlzeit, ja, danke. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen. Haltet bitte an dem Herrn Jesus Christus fest. Falls ihr noch keine Entscheidung getroffen habt, trifft eine Entscheidung für den Herrn und rettet eure kostbare Seele. Die Entrückung findet als nächstes großes Ereignis statt. Und ich wünsche mir von Herzen, dass ihr wirklich auch dabei seid. Ne? Dass ihr eure Schuld vor dem Herrn bereut und euer Leben ihm gibt, ne? Eure Seele anvertraut. Amen. Möchtest du noch was sagen, Herr Sadun? Nein, nein, also das hast du jetzt schon vorweggenommen, genau. Ganz, ganz wichtig, dass ihr wirklich mit ganzem Herzen zum Herrn Jesus kommt. Wenn euch Glaube fehlt, dann frag Gott, wer bist du, gib mir Glauben, damit ich auch wahrhaftig zu dir kommen kann. Mit beiden Beinen, nicht halbherzig. Ganz, ganz wichtig. Amen. Und immer im Gebet bleiben. Ne? Ganz, ganz genau wichtig. Ihr müsst im Gebet bleiben, ne? Dass ihr immer wieder den Herrn fragt. Ne? Herr, was ist damit? Herr, was ist mit diesen Leuten? Herr, was ist mit dieser Lehre? Führe du mich. Ne? Und der Herr wird euch führen. Ne? Amen. Ganz, ganz wichtig. Immer den Herrn zuerst fragen. Immer zuerst den Herrn Jesus fragen. Keine schnelle Entscheidung treffen. Und der Herr wird euch führen. Der Herr Jesus wird euch führen. Gottes Segen, ihr Wundervollen, ihr Gesegneten des Allerhöchsten. Für all diejenigen, die noch keine Entscheidung getroffen haben, trifft eure Entscheidung heute noch und lasst nicht den Morgen kommen. Oder lasst nicht mal die nächsten Minuten, Stunden kommen, bevor ihr keine Entscheidung für den Herrn getroffen habt. Trifft sie. Es ist die beste Entscheidung oder wird die beste Entscheidung eures Lebens. Amen. Wolltest du jetzt aufhören oder was? Ja, ne? Wolltest du jetzt? Ja, oder willst du noch weitermachen, weil ich voll Hunger habe? Alles gut. Ja, ja, kein Problem. Wir können ja heute Abend noch mal zusammen live kommen, ne? Ja, okay. Wenn du Lust hast. Wenn jeder von uns noch Lust hat oder noch kann, dann kann man heute Abend noch mal was machen, ne? Ja. Ja. Alles gut. Okay, ihr Lieben. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Genau. Alles klar. Gottes Segen. Bis bald. Okay, ciao. Ciao.